Da wie vorherzusehen in dieser Woche nicht viel Spannendes hier passiert, da wir morgen den Geburtstag des thailändischen Königs begehen und hier auch 4 Holidays anstehen, also ein langes Wochenende, nutze ich einfach mal die Zeit, euch noch ein kleines Hotel nachzureichen, was wir hier vor einiger Zeit mal besucht haben in Pattaya Jomtien. Damit hallo, herzlich willkommen und Swadikap zu diesem kurzen Video. Wir sind hier am ganz neu aufgeschütteten Beach in Jomtien Richtung Na Jomtien. Wenn man sich so ein bisschen orientieren möchte, die Reflection Towers kann man nicht übersehen, wenn man hier in dieser Region unterwegs ist. Und das Hotel liegt direkt an der Beach Road. Auch dort ganz einfach nur vorbeizufahren und man sieht das immer wieder. Auffallend ist diese ja etwas außergewöhnliche Architektur in Form eines Schiffes. Damit sollte es wahrscheinlich jedem, der hier vorbeigefahren ist, schon mal ja, ins Auge gefallen sein. Adresse und so weiter, Name blende ich alles wieder ein. Damit haben wir dann bei YouTube keine Probleme. Keine Probleme hat man auch mit dem Parkieren hier. Das heißt, eigener Parkplatz direkt vor der Tür. Überhaupt keine Probleme, kann man sein Auto hier hinstellen. Und wie ich im Titel schon gesagt habe, man muss hier mit rechnen, dass dieses Hotel sehr familienfreundlich ist. Um mal in dem Jargon der Reisebüros zu sprechen. Das bedeutet, hier sind thailändische Urlauber, thailändische Gäste anzutreffen, die dann aber allerdings mit Kind und Kegel komplett den Pickup-Truck vollgeladen aus der Provinz oder wo auch immer her hier anreisen, um in der Nähe hier Urlaub zu machen. Das bedeutet, wer seine Ruhe haben möchte, wer unbedingt keinen Kinderlärm und so weiter in seinem Urlaub braucht, der sollte sich das hier nochmal überlegen. Der große Vorteil hier ist, warum auch das sehr gut ausgebucht ist öfter, es liegt halt in der Nähe der großen Seafood-Tempel hier im Pattaya Na Jomtien. Phupen, Lung Savai und wie sie hier alle heißen, plus der neuen Streetfood- und Seafood-Geschichten, die wir euch ja auch hier öfter schon gezeigt haben auf unserem Kanal. Damit ist das hier sehr beliebt und da das auch vom Preis sehr recht annehmbar ist, sind gerade am Wochenende gut besucht. Man sieht das immer hell erleuchtet, alle Fenster. Und auch wir hatten ja keinen ruhigen Tag hier gehabt. Aber das hat man ja im Gefühl, man weiß das halt auch, wenn man so kommt und man sieht schon, die Leute sind unterwegs. Das ist nichts zum Erholen, das ist nicht zu entspannen. Aber fürs kleine Geld und ansonsten vom Ambiente ist es richtig schön gemacht. Alles durchdesignt in diesem blauen Stil, Schiff, Meerestiere, Fische und so weiter. Also hat man sich schon so ein bisschen Mühe gegeben und es wirkt aus meiner Sicht auch nicht unbedingt billig oder abgewohnt oder alt. Es ist halt Standard. Hin und wieder zeigen wir euch Luxushotels. Damit muss man das nicht vergleichen. Ich möchte hier schlafen. Ich möchte hier mich erholen von einem langen Tag am Strand, von einem langen Abend beim Seafood-Essen und so weiter. Mehr möchte ich hier nicht machen. Ihr habt den kleinen Swimmingpool gesehen, vorne an der Straße. Vielleicht auch nicht jedermanns Sache, weil man schaut hier einfach wirklich direkt den Gästen beim Schwimmen zu. Das ist halt, ja, muss man akzeptieren, wenn man das mag. Badezimmer auch alles in ganz normal, nichts Außergewöhnliches. Deswegen wird es auch heute nur eine kurze, ja, Überblick hier. Wer sowas mag, wer auch ein bisschen aufs Geld schauen möchte oder in dieser Gegend hier gerne was mieten will, auf alle Fälle eine Empfehlung über die bekannten Suchmaschinen oder die großen Buchungsportale jederzeit zu machen. Überhaupt keine Probleme. Und im Moment wahrscheinlich auch wieder Rabattangebote ohne Ende. Wie ich es gerade schon gesagt hatte, Feiertage stehen vor der Tür. Wird die nächsten 4 Tage wahrscheinlich ein bisschen voller werden hier. Ja, hier wird auch noch fleißig gebaut, aber wenn man die Tür zu hat und am Abend, dann ist das auch relativ ruhig, so dass man also auch hier keine Sorgen machen muss. Das Schönste aus meiner Sicht an diesem Hotel ist der Ausblick. Ja, wir sind noch nicht oben auf den Reflection Towers, da ist natürlich die Aussicht sicherlich nochmal richtig schöner, aber man kann hier sehr schön über den gesamten Na Jomtien schauen, schaut aufs Meer. Abends könnte man hier so ein bisschen sitzen, den Sonnenuntergang sich anschauen. Also richtig, richtig schön. Hier sieht man nochmal die kleine Baustelle. Da entsteht auch nochmal irgendwas von dem Hotel. Vielleicht ein, ja, zweites Haus oder wie auch immer.
Leider der Dachpool im Moment ja, nicht zu benutzen, wird einem aber auch vorher gesagt. Schon bei der Buchung steht das drauf. Aber so ja, zugedeckt und zugebaut, wie der ist, wird das wahrscheinlich noch eine längere Weile dauern. Tut dem Ganzen aber keinen Abbruch. Man hat ja das Meer vor der Tür. Plus den wunderschönen Blick hier über Jonquil ganz, ganz weit aufs Land hinaus. Liebe Zuschauer, mehr gibt es zu diesem Hotel nicht zu sagen. Wem es gefällt, sollte sich das gerne mal anschauen. Und sage ich danke für eure Zeit, danke für eure Aufmerksamkeit. Kanal abonnieren, uns auf Instagram folgen, nicht vergessen. Und dann sagen wir danke und tschüss, bis morgen.